Weißt du, diese Fähigkeit der linken Maustaste zu. Oh, meine Giftwaffe. Ah. Das ist ein Buff, den was ich mir drauflegen kann. Ah, das ist zum Beispiel gar nicht mehr schlecht. Die Fähigkeit stellt sicher, dass die Klinge des Charakters in einem verbündeten Schaft bleibt und erhöht Durchschlagsschaden. Okay, schauen wir mal. Hauptaufgabe aktualisiert. Alter! Ja, hallo? Setzt du die Fähigkeit mal ein? Warum geht das nicht? Oder sind das alles nur so Buffs irgendwie? Ach, das sind Buffs. Ich kann entweder mehr Durchschlagschaden oder mehr Giftschaden machen. Bringt der Gift, der im Endeffekt mehr ist wie. Der Durchschlagschaden. Noch mehr kannst du nicht halten. Noch mehr kannst du nicht tragen. Noch mehr kann ich nicht tragen. Gut. Isnu, der Anführer der Dünenräuber, ist besiegt? Wenn das wahr ist, dann ist das die erste gute Nachricht seit Tagen. Wir werden einen Abgesandten nach Memphis schicken. Bis zum nächsten Mond müssen wir den Handel wieder aufgenommen haben. Alles klar. So, dann haben wir die Quest erledigt. Haben wir die andere auch schon? Nein. Du hast die verfluchten Dünenräuber getötet, oder? Ich würde dich ja reichlich belohnen, nur habe ich jetzt nichts mehr. Es war kein Gerücht. Den Tempel gibt es wirklich? Und ich war so sicher, dass es sich nur um eine Legende handelte. Ganz bestimmt handelt es sich nur um eine Legende. Eine edle Klinge? Ein robuster Helm für dich? Boah, ich hatte wahnsinnig viel Geschicklichkeit für die ganzen Sachen. Ja, das bringt es aber nicht. Ja, warte mal. Könnte ich hier einlagern. Ah! Das erste Ding, das was mal mehr Schaden verursacht.
Alter, Alter, ey. Nach 100 Spielstunden krieg ich dann doch endlich mal eine bessere Waffe. So an sich. Schon. Ist da vielleicht noch eine bessere dabei? Ich glaube nicht. Angstqualität, ja. Ja, da ist keine bessere dabei. Bitte! Da haben wir keine bessere Waffe. So. Schön, dich zu treffen. Freut mich immer, ein neues Gesicht zu sehen. Ja, das ist dein Standardspruch. Da waren wir drinnen. Da weiß ich gar nicht, ob wir da schon drin waren. Da gucken wir jetzt einfach mal. Jetzt gehen wir einfach nochmal die Höhlen ab, die wo wir jetzt noch nicht erforscht haben. Da gucken wir jetzt halt einfach mal rein. Naja, da waren wir noch nicht. Ja, mit Giftschaden ist schon wesentlich besser. Okay. Weißt du nicht, warum das schon wieder ausgeschaltet war, aber hey. Ist okay. Tun wir das halt mal hier rein. Ja, das kann ich nicht aktivieren. Warum auch immer. Gut. Die Höhle ist mir schon mal wieder ein bisschen größer. Krieche da eventuell guten Loot. Und nur eventuell. Also bisher war der Loot ja noch nicht der Überreißer. Ach, die leben noch. Habe ich schon gedacht, die sind tot. Ja, da hinten gehst du weiter.
Ich glaube, wir benötigen jetzt halt auf alle Fälle mehr Energietränke. Wenn wir jetzt halt die Skills dazu haben, mit den Giftschaden, das tut anscheinend permanent dann Energie verbrauchen. Also werden wir jetzt halt wahrscheinlich ein bisschen mehr mit den Energietränken auch arbeiten müssen. Was jetzt ja nicht wirklich schlimm ist, ich muss mehr dran denken, dass ich die jetzt halt ein bisschen expliziter aufsammle. Nichts mehr. Dann geht's hier runter. Also mit dem Giftschaden, das ist echt gut. Ich kann ja die Waffen, die wo ich ja jetzt trage, die blaue, also die blaue zumindest, kann ich ja nicht zusätzlich noch sockeln. Aber mit dem Giftschaden vom Schurken kann ich zumindest noch separate Schaden rausholen. Was ich ziemlich cool finde. Also da rotze ich nochmal wesentlich mehr rein. Alter, was ist denn das für eine Höhle? Voll riesig, ewig lang. Und kein Ende mehr. Okay. Riecht noch ein Endgegner? Irgendwie so ein fetter Bossgegner oder so? Was haben wir denn hier als Schönes? Oh, Banshee, ne? Dein Gepäck ist voll. Ja, mein Gepäck ist voll, ich weiß. Wo haben wir denn die Banshee? Wo haben wir die? Da sind sie. Oh ja.
Das ist ja ein Unterschied. Wobei ich die Rüstung echt geil finde. So. Dann gehen wir mal wieder kurz zu Ticken. War hier eigentlich auch irgendwie noch so einer, da wo ich was verstauen konnte? Ich glaube nicht. Waffen, Rüstungen. Dann nehmen wir nochmal ein paar Energietränke mit. Auf Wiedersehen! So, jetzt sind wir auf alle Fälle gut ausgerüstet. So. Dann geht's wieder zurück. In diese riesige große Höhle. Irgendwie kein Ende nehmen mag. Ein normaler großer Skorpion. Okay. Das Trinkchen nehme ich gerne. Die nehme ich gerne. Alter, was ist denn das für eine Höhle, bitte? Ja, genau, geil. Das ging beim Multischlag mal wieder nicht. Auch irgendwie voll komisch. Ab und zu geht er, dann geht er wieder nicht. Alter, das ist voll die riesige Höhle mit heftigem Loot. Es ist viel zu viel Sachen zum Looten hier. Diese Kackwürmer, echt, ey. Ah, Heldenmonster. Uiuiuiuiuiuiui. Kurz hochheilen, kurz hochheilen, kurz hochheilen. Machst mir doch ein bisschen zu viel Schaden, Junge. Alter, der Skip von dem. What the fuck, ey. Wie mich das gerade runtergezogen hat. Uiuiuiui. Und dann lässt er aber nur Scheiße fallen.
Okay. Kleiner Augenblick kurz. Okay, so. Stunnen, Junge, stunnen. Danke. So. Let's go. Hilfe wegballern. Hui, gut, dann haben wir die Höhle auf alle Fälle fertig. Spiel. Alter, immer diese Mörder-Lex dann auf einmal. Nur wenn ich das spiele, komischerweise. Gut. Mach das. Willkommen, Reisender. Ja. Gut, weg. Ja, das wollten wir alles noch behalten. Genau. Lebe wohl. Gut, Leute. Ich speichere hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Titan Quest oder einen anderen Stream. Bis dahin, haut raus und bye bye. So, hallo liebe Leute und jetzt. Moment, ich sollte vielleicht mal mein Mikro herholen. So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Wir werden jetzt halt einmal richtig schön wieder durch die Gegend schnitzeln. Und zwar wieder schön Titan Quest, schön Oldschool, schön Retro reinballern. Das wird geil. So. Dann machen wir mal das Spiel auf. Dann hoffen wir mal, dass es gleich abgreift. Aber ich denke, ja. Sollte normalerweise funktionieren. Sag ich doch, geht doch. Funktioniert doch alles. Klaro Bärchen, so. Genau. So. Unser schöner kleiner Krieger. Da werden wir jetzt einmal richtig schön durchdönern. Durch das Lande. Ah. Also wir waren jetzt da drinnen das letzte Mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier oben noch reingehen. Wenn ich mich nicht irre. Ja, natürlich sind jetzt halt wieder die Mobs
resettet. Okay, dann lassen wir das mit da oben. Dann gehen wir gleich unten rein. Dann gehen wir gleich wahrscheinlich da weiter, wo wir weitergehen sollen. Bei den Nebenquests sollte ich hier eigentlich... Okay, das haben wir nicht gemacht. Okay. Ja, müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Die Höhle ist doch leer. Aber dabei ist das eben nicht so der Fall. Schön Gold wegpicken. Hochebene. An der Hochebene. Okay, dann gucken wir mal, was es hier so alles gibt. Ja, das haben wir das letzte Mal wieder umgedreht dann. Gibt's auf alle Fälle schon mal eine Krypta.